jetzt holen wir noch Steffi Trunk noch mal ans Mikrofon. Ja, erstmal durchatmen nach dem Spiel, richtig nervenaufreibend. Wie hast du die letzte Situation hier gesehen? War ja langes Warten, bis dann alles perfekt war. Ja, richtig. Also es war wirklich an Spannung, glaube ich, immer zu überwinden, dieses Spiel. Und ja, freut mich riesig, dass sie jetzt zumindest jetzt die deutsche Meisterschaft geholt haben. Zur letzten Situation muss ich sagen, es waren so viele Leute vor mir, ich habe es gar nicht genau gesehen. Also die Elle muss man irgendwie den Ball noch weggekickt haben oder was, aber... War richtig schwierig zu sehen, die ganze Halle war gestanden. Aber gestern so spannend, heute so spannend. Was will der Handballfan mehr? Ja, richtig. Mit Sicherheit. Also die Zuschauer, die haben heute ein richtig spannendes Spiel gesehen. Hat sich mit Sicherheit gelohnt, hier heute in die Halle zu kommen. Und ich hoffe auch, dass sie wiederkommen werden, weil man sieht den Catch, ja, Mädchenhandball, den Catch ist wirklich ja, sehr attraktiv und es lohnt sich, hierher zu kommen. Genau, jetzt ist erstmal Pause angesagt, beziehungsweise großes Feiern, und das haben sich die Mädels auch verdient. Auf jeden Fall, ja. Es war ein sehr anstrengendes Wochenende für sie und sie werden mit Sicherheit die nächsten Tage genießen und den Erfolg feiern, für den sie auch hart gearbeitet haben. Dankeschön für deine Einschätzung. Danke. Das soll es von uns gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch vor den PCs gefallen. Schöne Sommerpause. Wir melden uns wieder zu den Sportereignissen dann nach der Sommerpause. Macht's gut, schönes Wochenende noch. Tschüss und danke. Wie ist jetzt so das Gefühl, weil die ja so lange Anspannung gewesen, so viele Spiele und heute das entscheidende Spiel mit einem Tor gewonnen? Befreiend. Aber es ist, man realisiert es noch nicht richtig. Okay. Ich glaube, es werden wir heute dann, wenn wir zusammen feiern, dann erst richtig realisieren. Okay. Was habt ihr vor? Wissen wir noch nicht. Spontan. Okay. Keine konkreten Pläne, also wo es heute Abend... Wir gehen zusammen essen und dann mal scheinen weggehen. Schule brauchen wir nicht morgen. Erstmal wird gefeiert. Ja, ist einfach unfassbar. Ja, heute wird einfach nur noch gefeiert. Bis morgen früh. War es hart heute das Spiel nochmal? Sehr hart. Vor allem, weil es gestern das Spiel so anstrengend war. Aldekerk hatte einen Leerlauf sozusagen. Und deswegen mussten wir heute nochmal Gas geben. Sagen wir mal so, ich bin stolz darauf, dass das Spiel sehr gut war. Dass es zwei gleichwertige Mannschaften waren. Aber natürlich bin ich auch enttäuscht. Man wäre gerne deutscher Meister geworden. Aber man muss auch fair sagen, dass in der zweiten Halbzeit die Catcher oft ein Tor vor waren. Mit dem immer hinterher gelaufen sind und sie am Ende den kleinen Tick heute besser waren. Aber was mich sehr gefreut hat, war einfach die Leistung meiner Mädels. Es war von beiden Mannschaften ein hochklassiges Spiel. Eine sehr, sehr starke Angriffsleistung von beiden. Wir waren heute nicht ganz so stabil in der Deckung, ja? Aber es kann nur einen Sieger geben. Und am Ende entscheiden ein, zwei Kleinigkeiten. Naja, ein Tor reicht normalerweise zum Sieg. Und wir haben uns schwer getan in der Abwehr vor allen Dingen. Haben da nicht die richtige Einstellung gefunden. Aber die Mannschaft hat es nervlich ganz toll gemacht. Weil wir in der zweiten Halbzeit haben wir viel disziplinierter gespielt vorne im Angriff. Die Abwehr, heute nicht unsere Stärke gewesen, aber gewonnen ist gewonnen. Was war der Knackpunkt? Warum haben Sie heute gewonnen? Naja, wir sind jetzt ungeschlagen dieses Jahr. Und wir haben uns bei unserer ersten Begegnung mit der Mannschaft darüber geeinigt, dass wir deutscher Meister werden wollen.